Ich will Sie mal was fragen, Chris. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die Navy Ihnen etwas über 160 tödliche Treffer anrechnet? Hm. Kinohit und Oscar-Kandidat. Mit American Sniper ist Regisseur Clint Eastwood noch einmal ein großer Wurf gelungen. Der jetzt schon finanziell erfolgreichste Film seiner langen Karriere ist für insgesamt 6 Oscars nominiert. Unter anderem für den besten Film und den besten Hauptdarsteller. American Sniper ist die Geschichte von Chris Kyle, der mit 30 zu den Navy SEALs ging und 4-mal in den Irakkrieg zog als Scharfschütze. Er war eine interessante Figur. Er gehörte zu den Männern, die mehr taten, als sie tun mussten. Denken Sie manchmal, dass Sie dort Dinge gesehen oder getan haben, die Sie lieber rückgängig machen würden? Oh, so bin ich nicht, nein. Wie sind Sie nicht? Ich wollte nur meine Jungs schützen. Sie haben versucht, uns Soldaten zu töten. Und ich bin bereit, für meinen Schöpfer zu treten und mich für jeden Schuss zu verantworten. Gib sie nicht auf. Lass das fallen. American Sniper ist vor allem eine Charakterstudie. Was bedeutet es, als Navy SEAL in den Krieg zu ziehen, dann eine Frau kennenzulernen, eine Familie zu gründen und zu versuchen, eine Balance zu finden zwischen dem Leben als Soldat und dem Leben als Vater und Ehemann? Ich sehe dich, ich spüre dich, aber du bist nicht hier. Wenn du denkst, dass dich dieser Krieg nicht verändert, irrst du dich. Er wird zwischen 2 großen Verpflichtungen hin und her gerissen. Der Verpflichtung für seine Familie und der für sein Land. Willst du wirklich sterben? Treibt dich das an? Nein. Seine traumatischen Kriegserlebnisse verarbeitete Chris Kyle in einer Autobiografie. Für die Filmadaption übernahm Hangover-Star Bradley Cooper die Titelrolle. Nach gründlicher Vorbereitung. Ich habe so viel wie möglich recherchiert. Es gab tonnenweise Material. Wenn man jemanden spielt, der wirklich gelebt hat, geht es viel weniger um dich selbst als um die Person, die man verkörpert. Und so fühlte ich eine Riesenverantwortung. Wirklich eine unglaubliche Verantwortung. Sekunde, hier ist eine Frau mit einem Kind 200 Meter von mir. Bewegt sich Richtung Konvoi. Ich denke, Chris haderte mit der Tatsache, dass er als Scharfschütze so gut war. Dass er als Kämpfer für die Marines im Irakkrieg vielleicht wertvoller war als für seine Familie und seine Frau zu Hause. Verstehst du, ich will, dass du wieder ein Mensch wirst. Ich brauche dich hier. Baby, ich brauche dich hier. Ich wollte diesen Film machen, weil er eine wichtige Geschichte erzählt. Es geht darin nicht nur um die Action im Krieg, sondern er zeigt den Tribut, den der Krieg von einem Menschen fordert. Bis ganz zum Schluss. Babe, komm nach Hause, okay? Du fehlst uns. Ist gut. Es war mir eine riesengroße Ehre, zu versuchen, ihn zu spielen. Ich habe jede Sekunde davon geliebt, in seine Haut zu schlüpfen. Wirklich, jeden Moment. Das Einzige, was mich verfolgt, sind all die, die ich nicht retten konnte. Gehen Sie jeden Flur dieses Krankenhauses entlang. Überall Soldaten, die gerettet werden müssen. Bradley Cooper mit dem eindringlichen Porträt eines zwiespältigen Kriegshelden. American Sniper.